Also wir sind jetzt bei uns. Das ist eine germanische Sage, die spielt im Weserbergland und ganz genau auf der Schaumburg. Und die Schaumburger Grafen waren übrigens, die betrieben Siedlungspolitik in Hamburg, Lübeck, an den ganzen Hansestädten, sind also sehr mit uns hier im Norden verbunden. Und das ist ein Graf der Schaumburg. Dieser. Und den beobachtet, er lebt also auf der Burg, sehr gut, und den hat im Visier die Göttin Osterer, ganz oben über der Burg, ist die Paschenburg, und sieht, wie der ganz gut seine Arbeit macht, aber er hat Defizite. Viele Dinge sieht er gar nicht. Da sagt sie, die Germanen verehrt haben, die Göttin des Frühlings, des Erwachens, des Neubeginns, sagt, ich schicke ihm eine kleine, ganz niedliche Zwergenmädchen, schicke ich zu ihm und die soll ihm mal erzählen, wie Zwerge arbeiten und leben. Er geht also auf die Yacht, seine Frau bleibt zu Hause, das ist eine gute Ehe, und er verläuft sich im Nebel und trifft sie. Und sie sagt, wie siehst du denn aus? Was hast du denn da an? Alles so unglaublich. Und er folgt ihr. Sie gehen also in die Zwergenhöhle. Wo ist sie? Naja, sagen wir mal hier. Hier so, da ist auch ein Zwerg, der guckt aus der Höhle und da sind die anderen. Sie gehen in die Höhle und im Laufe der nächsten Zeit, sicher ein Jahr bis zum Frühling, bis zum nächsten, sagt diese Kleine ihm, pass mal auf, und natürlich auch die Zwerge, du bist ein Newcomer, du hast gar keine Ahnung, was wir schuften, wie wir uns bücken müssen, zu wenig Lohn und so weiter und so weiter, nimm dir das mal bitte zu Herzen. Er ist fasziniert vor allen Dingen von ihr und sie merkt irgendwann, aha, der geht so oft auf die Yacht, das kann nicht ganz stimmen. Und sie sagt seinem Adjutanten, guck doch mal, wo der hergeht. Hingeht, dann macht so ein paar Samen auf die Erde und im nächsten Frühjahr gehe ich dann auch dahin. Sie kommt also in die Höhle und sieht, dass die beiden also zumindest sich gut verstehen und schneidet ihr eine Flechte ab. Und diese Flechte tut sie in das Kästchen. Und nach langer Zeit sagt sie irgendwann mal zu ihm, pass mal auf, was ich hier habe. Hier, guck mal. Und dann sagt, fällt er in die Knie und sagt, oh, verzeih mir, ich gehe nie wieder dahin. Da sagen die Zwerge nach einer gewissen Zeit, was meinst du denn, was wir mit unserem Mädchen machen? Wer unsere Mädchen verlässt, der kann sich nicht verpissen. Sie kommen also zur Burg und stellen sich unten auf und sagen, komm mal runter und sieh mal zu, wie du dich rechtfertigst, dass du nicht mehr zu ihr kommst. Und er kommt noch nicht mal, er guckt noch nicht mal aus dem Fenster, sondern er hat wirklich Schiss. Und dadurch stirbt dieses Geschlecht aus. Da gibt es keine Nachkommen. Und tatsächlich ist auch hat die Burg jahrhundertelange keine Nachkommen mehr gehabt. Diese Legende hat man sogar in der Schule gelernt. Ich war dort in der Gegend auch in der Nachkriegszeit in der Schule. Wir haben die gelernt. Und sie soll uns sagen, dass man eben auf keinen Fall vergessen darf, dass es immer wieder andere Menschen gibt, die gar nichts haben.